So, weiter geht's mit dem neuen angespielt. Wir sind heute mal auf Battlefield zum zweiten, beziehungsweise dritten, oder ich weiß gar nicht mehr zum wievielten Mal. Ich habe Battlefield damals von Anfang an mal gespielt. Zumindest glaube ich, war das von Anfang an damals. Also das meines Wissens zumindest erste Battlefield von 2016, 2015, ich bin mir gar nicht mehr sicher. 20, nee, 2017 war es noch nicht, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau. Also ich glaube, es war das erste Battlefield damals. Dann habe ich das zweite gespielt. Okay, sorry, wenn hier gerade alles ultra laut ist. Ich mache es erstmal leiser. Ich war übrigens noch nicht angelockt, deswegen bin ich aktuell selbst gespannt, wie hier das ist. So, also wie gesagt, ich war ganz am Anfang mal da. Zweites Battlefield und jetzt im Prinzip das dritte Battlefield. Und ich bin jetzt mal erstmal gespannt, was sich getan hat. Ich habe einige Gerüchte gehört, zumindest ganz am Anfang, beziehungsweise vorm Vibe. Und ich meine, Battlefield 2 hat nicht lange gehalten und ich weiß es nicht. Ich fand die Features, beziehungsweise das Konzept, ich fand den Ansatz generell ziemlich cool eigentlich, muss ich sagen. Allerdings, die Umsetzung war jetzt nicht so geil. Kann ich das irgendwie deaktivieren? Ich habe das schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube, es war. Welcher Server war das? Forsaken, glaube ich, war das, oder? Message Alarm. Ich hätte eigentlich ganz gerne das Ding da oben deaktiviert. Kann ich aber nicht. Das heißt, ich werde die ganze Zeit informiert, dass meine Donate-Punkte, die nicht existieren, wiederhergestellt wurden. Okay. So, holen wir uns erstmal Buffs. Ich logge mich noch mit Ringmaster ein. Oh, das ist neu irgendwie. Ich finde die Idee von Runden, in Anführungsstrichen Runden-Buffs, eigentlich ganz cool. Aber es passt irgendwie nicht so ganz rein, weil du halt irgendwie so Vierecke hast, die halt einfach in den Kreis gedrückt wurden, gefühlt zumindest. Das finde ich, schaut jetzt nicht so geil aus. Weiß nicht so recht. Vor allem diese Schattierungen da irgendwie innen drin. Keine Ahnung. Und diese Kontur, besser gesagt. So, was hat sich verändert? Ganz im Ernst, ich war ein bisschen auf dem Discord. Ich dachte mir eigentlich, es wäre so ein bisschen was in die Richtung gepostet worden. Allerdings wird nun ein unglaublich krasses Hype aufgebaut. Achtung, Ironie. Und das Server wird dann zu Primetime heute um 12 Uhr mittags gestartet. An einem Freitag. Ja. Also grundsätzlich, was ich weiß, ist, dass ich erstmal nichts weiß. Es wurde der Client hier angeboten, es wurden ein paar Nachrichten an die Community geschrieben. Und hier stand dann auch nochmal einmal: We decided to wipe the server and bring back the old files. Ich bin mir jetzt nicht sicher, also hier, wo waren das hier gerade? Wo haben wir den ganzen Dinger? Warte mal ganz kurz. So, jetzt schauen wir ganz kurz, ob es dieses neue alte Upgrade-System immer noch gibt. Das würde mich jetzt erstmal am meisten interessieren. Ob das jetzt tatsächlich die alten Files sind, in Anführungsstrichen. Also hier so ein bisschen verändertes Flares. Also gut, ich meine, diese drei Donate-Händler sind ein bisschen oldschool, aber. Self-Upgrade. Dem tatsächlich die. What? Wir haben tatsächlich die alten Files reingehauen und das neue Upgrade-System, welches sie dann entwickelt haben oder gekauft haben, ich weiß es nicht. Ich denke, wir haben es selbst entwickelt, weil ich es bisher noch nirgendwo gesehen habe. Das haben die wieder entfernt. Gerade das fand ich eigentlich ziemlich cool. Also das fand ich zumindest, war eigentlich ein Grund hier zu spielen. Ich meine, die Umsetzung. Leute, dieses CS-Set. Okay, das ist gewöhnungsbedürftig. Ja, also ich meine, das fand ich eigentlich gerade so ein Grund, hier zu spielen. Einfach, weil es ein bisschen mal was Neues ist. Okay, gut, dieser Elster, dieser Legendary Badges, ich glaube, die hatte damals ganz am Anfang Dragon Cross, das war. Ich glaube im Jahr 2012 oder 2013, wenn ich mich richtig erinnere.
Also nostalgisch hier ist echt einiges am Start. Ja, ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, warum man diese alten Files dann zurückgebracht hat. Hier ist eine Playlist. Was mir auch immer das bringen soll. Hier kann ich sehen, wer online ist. Ich weiß es nicht, was mir das bringen soll. Search Player and List, okay, das ist schön. Das sieht mit Leveln mit dazu. Vielleicht um einen Farmpartner zu finden, wäre es ganz cool. Aber irgendwie ist es auch nicht nach Level sortiert. Oder? Master, Master, 74, 15. Ne, ist auch nicht nach Level sortiert. Das heißt, wenn du hier 300 Spieler drin hast, ja, dann. Okay, dann kannst du jetzt irgendwie sortieren und so, aber. Wie geht es eigentlich überhaupt? Check only what you want to see in the list. Ich will nur Level 1 bis 1. Oder nochmal Level 1 bis 2. Ah, okay, das funktioniert. Interessant. Ja, okay, dann schauen wir mal ganz kurz. Level 1 bis 999. Also ich finde es generell cool, dass man hier wirklich dann auch sehen kann, okay, wer ist generell online? Gibt es diese Spieler wirklich und wie viele Spieler spielen tatsächlich online? Bezogen auf das finde ich das Ganze cool. Oh, ich wurde gebufft. TX an. Ach, mir war das okay. Also bezogen auf das finde ich das Ganze generell schon mal cool. Das ist relativ ja, übersichtlich. Man kann jetzt zumindest sehen, wer online ist. Man weiß, wenn das Server seine Spielerzahlen faked oder wenn das nicht faked. Also, das finde ich generell schon mal ganz cool. Allerdings ist das auch nicht ein Feature, welches mir jetzt irgendwie was vom. Ich weiß nicht, es bringt mir nichts. Da habe ich ja nichts von einem Spieler. Das ist kein Content, das nutze ich nicht jeden Tag, das nutze ich vielleicht einmal und dann denke ich mir, okay, cool. Die faken ihre Spielerzahlen nicht, also kann ich nach den Zahlen auf der Website gehen. Ja. Partyfinder, Cloud Changer, Teleporter, Petfilter. Und das war's. What? Wikipedia Monster und Items, okay. Ja, es muss irgendwie ein bisschen mehr geben, oder? Haben die wirklich das Ganze zu den alten Files gerollbackt? Wow. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich habe jetzt eigentlich schon gehofft, dass die ein bisschen mehr machen als einfach zu den alten Files rollbacken. Acquisition High für Red Chips. Okay, ich sehe ja schon, die Gilden snowballen. Shine Points. Okay, das war mal ein ganz cooles Ding von damals auch schon. Gab es ja auch in der zweiten Version. Hier gibt es für Battle Chips Set-Teile bis 105. Auf dem Low-Rate-Server. Okay. Was haben wir sonst noch hier? Scroll of Max Skills. Auf dem Low-Rate-Server. Finde ich das auch nicht so geil. Lavalf Trenzy. Hier haben wir irgendwelche. Warum auch immer. Warum haben wir hier NPC-Sachen drin? Das ist ja kompletter Nonsens irgendwie. Warum auch immer. Also verstehe ich nicht. Ancient Knuckle Exchanger. Hier nochmal Beha Knuckle Exchanger. Wie sind die Effekte? Hero Ringmaster. Okay. Die Effekte sind auf alle Fälle 1 zu 1 gleich. Auch dieses System ist jetzt kein unbekanntes. Okay, da ist ein Fashion-Händler. Okay. Gold-Diamond-Exchange. Okay, das ist schon mal dieses Upgrade-System, welches die mit drin haben. Das ist einfach quasi ein ja, eigenes Upgrade-System. Wirklich viele Infos habe ich dazu noch nicht momentan. 75 Donate Coins, warte, wir haben letztens das Ganze mal ausgerechnet. Lass mich mal kurz nachschauen. Jetzt muss ich mich wieder einloggen. Donate to the Communities? What? Donate to the Communities? Ich donate an den Server-Admin und nicht an die Community. Also 10 Euro sind 100 Donate-Punkte. Okay, danke mal dafür, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit rumrechnen muss. Alter. What? 5 Euro für so ein Ding? Fun.
4 Euro. Jo, okay. Models 10 Euro. Irgendein Stat Fashion, was jetzt nicht so krass ist, kostet insgesamt 8 Euro zusammen. Beziehungsweise gut, ich meine, es sind auch 8 Euro. Stats ist jetzt schon ganz okay. Das wiederum geht eigentlich, das sind ungefähr 60 Cent. Das ist in Ordnung. Guild Furniture, 1 Euro. Das geht. Ja, okay, gut. Diese Partyskreuzen so hier von Anfang an irgendwie finde ich ziemlich krass. Also, ich meine, ich weiß es nicht. Du bist bei 5 Euro, 7 Euro. Du bist wirklich bei vollen 10 Euro, um an Tag 1 deine Party-Skills zu nutzen. Also, das finde ich halt schon. Das finde ich schon pervers. Das ist schon richtig pervers. Also, mit was denn einfach wirklich. Geld von Leuten einfach abziehen. Die sagen halt einfach, okay, heute ist Server Launch. Du willst Party-Skills von Anfang an nutzen und eigentlich nur dann die einzige realistische Chance haben, hochzukommen. Dann, jo, hier bitte 10 Euro. Gut, Level Downs, weiß nicht, Tiger Hedge. Ja, kann man drin haben. Ist es nicht so schlimm. Premium-Status, 11 Euro für Permanent ist auch voll in Ordnung. Name-Change. Das andere ist, gut, Amplis für Donate-Points. Bin jetzt kein so großer Freund von, aber naja. Und 50 Cent für ein Amplis sind auch 2,50 Euro für eine Stunde leveln. Das ist schon. Ja, ich meine. Ich habe es mir ausgerechnet, wie viel das mal auf Playpark Live zahlt, aber ich glaube, du bist dabei weit weniger. Also gut, du kannst eh nur eins aktivieren, aber wenn du halt eben 5 aktivieren würdest, dann wärst du, glaube ich, bei. 3000 Punkte kostet das, 8 Euro sind, was waren das, 50, 60, 70.000 Punkte, keine Ahnung, irgendwie so eine Art, ich glaube 50.000 waren es, also das ist nicht mal ein Bruchteil davon. So, wo ist das Partyfinder? Gibt es irgendeinen Hotkey? Hier auf U, okay. Ah, ja, okay, nice. Es sind momentan 50 Spieler online. Das ist nicht viel. Der Peak für heute ist bei 82 Spielern. Ich verstehe nicht, warum man halt einfach zu so einer Zeit gelauncht hat, wo alle irgendwie arbeiten sind oder halt, keine Ahnung. Ich meine, ich hatte halt einfach einen Hype aufgebaut und hätte eben dann gelauncht, wenn Leute da sind und halt nicht irgendwie 12 Uhr mittags an einem Freitag. Ich meine, da wartet keiner drauf. Die Leute kommen so langsam eingetrudelt, kommen von Arbeit heim. Das ist einfach diese Burst-Wirkung nicht da, wisst ihr? Das ist halt. Das verstehe ich nicht. Bringt mir ein Cotton Suit, bringt uns nichts, wenn wir einen Stat zuerst haben. Keinen Stat zuerst, einen Stats hat. Also ich muss sagen, ich habe echt gehofft, dass das Server hier, beziehungsweise Battlefly, um es beim Namen zu nennen, eben nicht genau das macht, was sie angekündigt haben. Eben einfach die alten Files zu nutzen. Ich meine, die neuen Files, dass das ein bisschen nach hinten losging, das haben sie gemerkt. Allerdings war es meiner Meinung nach nicht eben die Schuld der Files oder nicht mehr die Schuld eigentlich der Developer. Es war einfach Schuld des Balancings. Ich meine, dass du innerhalb von 5 oder 10 Minuten ein Schild mit 10 von 10 Zockeln bekommen kannst, habe ich von Anfang an schon gesagt, im ersten angespielt. Das haut nicht hin, das eskaliert, du hast nach kürzester Zeit ein volles Equipment, das haut nicht hin, geht nicht. Gut. Haben wir dann gemerkt, ein paar Wochen, na, Tage, Wochen später war es dann down. Wie dem auch sei. Was haben wir hier alles? Battleship. Wo ist. Hier ist mein Pet-Filter. Select the items you do not wish to pick up. Ich will eigentlich hier relativ wenig aufheben. Ich muss nicht mal diese kleinen Kästchen treffen, was ich schon mal gut fand. Jetzt haben wir wirklich auch nur das an, was ich will. Okay, extrem cooles Icon hier von den Dingern. Das muss ich sagen. Das muss man denen lassen. Das Icon hier. Das Icon finde ich cool. Ich weiß, wir spielen nicht wegen einem Icon, aber trotzdem finde ich das Icon cool. ja, also ich meine, man hat sich wahrscheinlich jetzt hier einiges erhofft. Man hat jetzt gerollbackt auf die alten Files. Ich kann dieses Ding immer noch nicht deaktivieren, das zählt mich gerade echt minimal. Man hat Rollback, dann hofft sich jetzt dadurch einen besseren Start, eine bessere Zukunft, mehr Spieler.
Allerdings scheinen die noch immer nicht verstanden zu haben, dass der einzige Grund, damals Battlefield zu spielen, nicht die Files waren, sondern einfach der Admin war, der unglaublich geil war und der einfach immer online war, der alles für die User gemacht hat und so weiter. Aber das scheint mir irgendwie nicht zu verstehen. Ich weiß nicht. Ich meine, die ziehen ja diesen Namen Battlefield so in den Dreck momentan. Das ist echt traurig. Ich habe damals von. Also Battlefield 1, das allererste, was 2016 oder 15, was auch immer, gestartet hat. Ich glaube, war ein Jahr offline. Das heißt, es ging um 2017 ungefähr offline. Davor waren es, glaube ich, ein Jahr oder so online oder irgendwie so ein Dreh. Also ungefähr 2016 habe ich damit angefangen zu spielen. Habe ich angefangen drauf zu spielen, sagen wir so. Hatte drauf mega Spaß. Ein guter Freund von mir war noch mit dabei. Das Pad ist verbuggt. Ah, oh, wow. Wir haben da drauf gesuchtet, wir waren drauf, als noch 150 Spieler drauf waren, da gingen die Spielerzahlen immer darunter, 90, 70, 80, 90, 80, 70, 60. Und irgendwann kam dann einfach so ein Punkt, wo der Admin generell aktiv war, aktiv wurde, die haben mega viel gemacht, die waren richtig aktiv, haben auf die Community gehört und haben einfach quasi alles mal für die Community gemacht, einfach mal so ein, so das, ja, Experiment quasi. Und die User kamen. 100, 200, 300. Es ging rauf bis 800 oder über 800 Spielern dann. Das war echt, das war heftig. Also da waren richtig, richtig viele Spieler da. Und der Admin hat einfach das Ganze weitergemacht. Der hat sich um die User gekümmert. Und das Ganze lief. Das war einfach damals der Trick, warum Battlefield wirklich erfolgreich war. Und jetzt haben wir gemerkt, oh, okay, läuft nicht. Hier neue Files. Ich meine. Wer Battlefield kennt und nochmal drauf spielt, weil er halt sich eben denkt, okay, cool, das Server war damals cool, der kommt nicht wegen den Files, weil die waren auch damals nicht interessant. Also ganz im Ernst, muss man mal so sagen, die waren auch damals nicht gut. Es war einfach nur, ich sage jetzt mal, es war halt ein Farm-Server, sehr oldschool, Farm-Map und so weiter. Dungeons Farmen war ganz cool, interessant. Admin war aktiv, es war einfach viel los, viele Spieler, viel zu farmen, generell war in der Hinsicht super geil. Allerdings, was hier momentan passiert ist, alte Files, man denkt, okay, damit kriegt man das Spieler wieder. Versteht allerdings nicht, dass die Spieler nie wegen den Files da waren. Das weiß nicht. Ich meine, es haben 23 Uhr. Wir haben hier echt eine Prime Time. Morgen ist das Wochenende. Und sie ist kein Online. Und ich meine, die Leute, die heute mal online waren, die sind auch wieder offline. Weil sie auch gemerkt haben, oh, okay. Alte Files von 2016 will keiner mehr spielen. Da ist fast nichts Neues drin. Zumindest gefühlt. Also ich weiß nicht. Ich finde niemanden Teleporter. Wo ist der Teleporter eigentlich? Teleporter wie J. Okay. Es gibt hier Scarlet Jungle, Frozen Village. Was ist das für ein Ding? Ah. Das ist einfach Behemoth. Und Frozen Village ist was? Okay, das ist scheinbar irgendein Custom Dungeon. Hä? Kommt irgendwie auch keine Meldung. Ich glaube, der Dungeon ist deaktiviert. Also er scheint deaktiviert zu sein. Normalerweise ist es hier eine unsichtbare Wand, die mich in alle Richtungen schlägt. Aber nope, not really. Ja, also ich bin momentan ein bisschen skeptisch. Ich bin nicht nur skeptisch, ich bin einfach gerade ein bisschen enttäuscht. Ich dachte mir halt gerade so, vielleicht nutzen die einfach die Battlefly V2 Files. Die jetzt nicht so schlecht waren, ganz im Gegenteil, ich fand das eigentlich sogar okay. Ich meine, ich weiß, es kam da relativ viel Kritik, ich weiß, das kam auch von mir. Allerdings muss ich sagen, hätte man einfach das Balancing hingebracht, wirklich von den diversen Sachen, von diesem Upgrade-System und so. Ich meine, das Upgrade-System war nicht falsch. Das Ding ist immer, viele Admins, die kriegen Kritik auf irgendein System und anstatt das System zu ändern, und wirklich selbstbewusst zu sagen, yo, hey, wir behalten das System, wir optimieren das Ganze, weichen sie dann irgendwelchen Hatern oder Flamern oder keine Ahnung und entfernen das Ganze.
Das ist nicht der richtige Weg. Ich meine, du hockst irgendwie 6 Stunden an irgendeinem System dran, dann mögen das ein paar Leute nicht und dann sagst du einfach, okay, gut, schmeiß den weg, machen wir nicht mehr. Das ist nicht der richtige Weg irgendwie. Und ich meine, das einzige Problem mit diesem System war einfach, dass es unbalanced as fuck war. Also, das war verrückt. Deswegen, ich weiß es nicht. Also mit dem hier momentan, ich glaube nicht, dass mir hier irgendwelche Spieler ködern wird. Also ich frage mich natürlich immer so, wenn ich einen Server anfange, was ist der Grund oder was wäre der Grund, hier zu spielen? Das frage ich mich immer. Und ich frage es mich auch gerade hier. Oh, diese Hotkeys. Ich frage mich auch gerade hier, was ist für mich der Grund hier zu spielen? Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher. Ich kann auch jetzt nicht beantworten, wenn mich jemand fragen würde, was ist für mich der Grund und was ist für mich die Motivation hier zu spielen? Ich meine, dieses Upgrade-System, das ist cool. Vielleicht, ich weiß es nicht, das ist. Ich meine, diese Icons. Ich weiß nicht, ob es die Icons einfach schon für Live gab, aber das sind exakt die Icons von CB5. Ich weiß nicht, ob er einfach das System und die Icons kopiert hat und hier eingefügt hat oder ob das einfach irgendwelche Live-Icons sind, die es schon länger gibt. Vielleicht gibt es die auch schon länger, schaut jetzt nicht gerade Selfmade aus. Also vor allem diese Rolle nicht. Dieser Stein hier, keine Ahnung. Aber selbst wenn es die Icons schon in Live gibt, finde ich das Ganze immer echt ein bisschen ungünstig, wenn man den einfach auch nutzt oder wieder reused quasi. Denn ich meine, man macht sich ja einen Server, um sich von einem anderen Server abzuheben. Und sobald du einfach was kopierst, beziehungsweise nicht direkt kopierst, aber nachbaust oder nachbastelst oder ja, tatsächlich kopierst, bist du eine Kopie, logischerweise. Und eine Kopie ist immer ein Stück schlechter als das Original. In aller Regel. Also, es gibt sehr, sehr wenige Kopien, die besser sind als das Original. Und ich meine, in FLiF gibt es 5 Milliarden Icons, gefühlt. Und warum muss es genauso aussehen wie auf einem anderen Server? Irgendwie sinnlos, finde ich. Dachte mir gerade, ich spiele eigentlich einen Psy, wäre eigentlich ganz cool. Dann dachte ich mir, ach, wobei. Ein Elo habe ich schon lange mal gespielt. Schon ewig lange mal gespielt. Also es hieß heute irgendwie, dass das Server super laggy sein soll. Davon merke ich jetzt momentan nichts. Also FPS-Drops habe ich momentan auch gar keine. Vielleicht habe ich einfach nur Glück oder weiß nicht. Also es läuft jetzt zumindest nicht wirklich anders als sonst. Es ist halt live einfach, ganz normal. Ich habe jetzt auch gerade keinen. Wie ging es hier? Hier sind FPS und Ping. Für diejenigen, die es interessiert. Ich mache jetzt übrigens auch kein Ding mit irgendeinem Rating oder so draus. Ich meine, das ist das dritte angespielt oder die dritte Version von Battlife und ich sehe irgendwie auch nicht wirklich einen Sinn, beziehungsweise auch nicht wirklich was man hier großartig vergleichen könnte mit anderen Servern. Und eben jetzt nicht aus dem Grund. Oh wow, die Icons da oben. Ich weiß es nicht. Das sind einfach so Sachen, warum ich sage, alte Files. Nur weil es alte Files sind, weil es nostalgisch aussieht und nostalgisch klingt oder was auch immer, heißt nicht, dass es gut ist. Ich meine, du hast so viele Sachen, die du fixen musst. Also, ich weiß nicht. Und ich meine, ob diese Files stabiler liefen, ich bin nicht sicher. Bin echt nicht sicher. Level 18 ist der Flameball, okay. Naja. Also, ich muss sagen, ich würde mir einen Low-Rate-Server wünschen. Einen reinen Low-Rate-Server, der wirklich cool ist. Also, nach Low-Rate bin ich generell auf der Suche, das wisst ihr ja vielleicht schon. Aber ich meine, dieser Low-Rate-Server muss auch irgendwie ein bisschen Zukunft haben. Und ich bin einfach enttäuscht irgendwie von Battlefield.
Ich meine, ich dachte mir eigentlich, die könnten es besser und die wüssten es besser. Die wussten damals, wie man hunderte oder wirklich schon fast an die 1000 Spieler ranbringt und wie man die beschäftigt. Und das Einzige, was man hier jetzt macht, ist Back to Basic. Wortwörtlich. Wortwörtlich, wirklich wortwörtlich. Also absolut basic Gameplay wie Iblis Fly von Co. Und eben gerade wie Iblis Fly von Co. muss man sagen, weil es gibt für dieser cleanen Fly Server super viel Konkurrenz. Es gibt super viele philippinische Server, die auch Englisch sind oder zumindest einen englischen Client nutzen. Mit vielen Philippinern, die du allerdings auch hier hast. Und ich meine, Tropen hier die Dinge noch erweckt? Ne, Tropen auch nicht mehr erweckt. Ach komm, das ist doch langweilig, oder? Ich meine, das war das einzig Coole, was es damals auf Battle for Life 2 gab. Das war das einzig Coole. Das war der Grund, warum ich damals so gesagt habe, okay, irgendwie wäre es ja cool, vielleicht ein Let's Play zu machen. Aber davon ist nichts mehr übrig. Die haben alles entfernt. Warum macht man denn sowas? Warum macht man denn sowas? So, Launch on Friday, 7. September. Dezember. Ach so, okay, das einzige Server-Infos von der Mount auf Elite-PvPers. Und sogar die Elite-PvP-Vorstellung ist auch noch von damals. Wow. Das erste, was ich sehe, ist das Staff-Tab, wo hier halt eben wieder wie damals diese Mentor-Tab drin ist. Permanent Self-Buffs, wahrscheinlich nicht. Ja. Die ganzen Features vom letzten Mal sind hier drin. Respekt. Monster Kills, Player Kills sind noch drin. Wow. Amazing. Ich meine, Teleport eingebaut, sehe ich gerade. Das ist neu. Wow. Wow. Amazing. In den Kommentaren halt war jemand, der schon mal mein Video geschaut hat damals. Hat sich aufgeregt, warum die Party XP Scroll 5 Euro kostet. Eieiei. Als Entwicklung sieht man hier leider gar nicht. Ich meine, wir sind immer noch auf dem Stand von 2016, wortwörtlich. Das finde ich nicht gut. Das finde ich echt nicht gut. Ich meine, der Name von Battle for Life, man hätte daraus so viel machen können. Wisst ihr, allein dieser Name, allein der Ruf, allein die ganzen Spieler, die einfach den Battle for Life im Begriff ist. Die nehmen einfach diesen Ruf und ziehen den einfach hier einmal schön durch den Dreck bis nach Flaris. Ich weiß nicht, auf welche Mission das die sind. Keine Ahnung. Ich meine, ich weiß nicht. Was soll ich hier machen? Ich überlege gerade wirklich. Ich level jetzt auf irgendein Level. Kann man bis 105 alles beim NPC kaufen, glaube ich, für diese Battle Coins oder Battle Chips. Und ich glaube, es sind sogar permanent. Dann kann ich mir 120 Equipment farmen. Mit ein bisschen Glück. Ja, dann level ich vielleicht weiter, mach vielleicht ein bisschen Aminos. Macht einfach die ganzen Dungeons durch, bis Behemoth wahrscheinlich. Und dann? Und danach? Dungeon of Big Muscle, Dungeon of Mushmoot. Ich weiß nicht genau, was die bringen. Ob das irgendwie Custom Stuff ist oder nicht, keine Ahnung. Schauen wir mal da rein. Ich weiß nicht, wie weit die leveln. bis 70, okay. Ich finde dazu leider keine Infos, sorry. Hier ist nochmal ein Dungeon. Also, die haben irgendwie so ein paar Custom Dungeons gemacht. Level 90 bis 105. Klingt fast, als würde man da irgendwie LG-Waffen bzw. Guardian-Waffen so drin droppen. Es gibt hier allerdings kein Catacombs gibt's, Arena gibt's, Crashland, also zumindest schon mal keine Kalgas-Sets. Das heißt, 125er Sets werden wahrscheinlich hier Maximum sein.
Und ja, hat eben dann Behemoth-Waffen, eventuell. Was gibt es denn hier zum Beispiel an Stuffs? Schauen wir uns mal das Ganze durch. Weapon? Ja, okay. Also, ich weiß nicht, ob übrigens, ob es diese B-Stuff. Warum heißt die so komisch? Gibt es nicht normal? What? Jelly Christmas Stuff. Lusaka Stuff, Lusaka Crystal Stuff. Behemoth Stuff hier da. Hero Elemente 130. Okay, das ist normal. Die Effekte sind 20 Int auf dem Stuff. Hat das schon immer so viel gebracht? War es nicht irgendwie so 10 Cast und ein paar Int-Dinge? 10 Int, 10 Cast? Oder wie war das? 15 Int, 10 Cast? Keine Ahnung, ich erinnere mich gar nicht mehr genau. Bloody Stuff. Ne, ich glaube, die Effekte sind aber normal, oder? Die ganzen normalen Effekte? Ne, sind nicht normale Effekte. Die wurden ja ein bisschen verändert, die Effekte. Vampire Stuff. Ruby Lusaka Crystal Stuff. Also, man weiß natürlich jetzt nicht, was davon überhaupt alles farmbar ist. Santa. Eventuell sind das hier diese Sachen aus dem Event Dungeon. Eventuell aber auch nicht. Ich weiß es nicht genau. Stuff Model, Beer Stuff. Tja, was ist eure Meinung? Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, Bieter ist gerade nicht unbedingt gerade eine Steilvorlage für. Ja. Für Let's Play oder für irgendwie größere Themen oder so. Roll the Dice. Ah Gott, das ist oldschool. Mystery Box. 10 Battle Shops kosten die Dinger. Ja, also kannst du halt eben dein Equipment da kaufen, bis 105 quasi. Ich meine, du kannst da zwei bessere Sets farmen. Oder eben deine Waffen. Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie ein bisschen enttäuscht vom Battle. Es sieht ja alles so trostlos irgendwie aus, wisst ihr? Ich meine, es ist halt einfach dieses Basic Flife Gameplay. Unglaublich teure Sammelpads noch immer. Auch hier haben wir noch immer irgendwie nicht dazugelernt, in Anführungsstrichen. Also ich meine, es ist immer so, dass Pads das absolute Basic sind in Flife. Und wenn Leute keine Pads haben, dann quitten die. Es ist nicht immer so, dass es irgendwelche komplexen Gründe hat, warum Leute quitten. Es ist oft, oder es sind einfach oft solche Gründe, solche ganz, ganz banalen Gründe. Die spielen hier wie lang? 7 Tage oder so. Die ganzen Casuals werden in diesen 7 Tagen vielleicht Level 60, 70, 80 erreichen. Bestenfalls, allerbestenfalls. Dann haben sie vielleicht ihre 20 Millionen zusammen. Ungefähr dann ein Viertel des Geldes. Für ein Pad. Sehen, oh, Pad weg, oh, ich habe kein Geld, traue ich nichts, also gehe ich wieder. Ja. Verstehe ich nicht. Ich meine, Pets sollte es eigentlich das absolute. Ich weiß nicht. Ja, mir fehlen so ein bisschen die Worte. Auch diese Dungeons da hinten, die damals da waren, sind auch nicht mehr da. Also diese Teleporter da. Und irgendwie ist es hier super trostlos hier drauf. Ich weiß es nicht. Kommt es mir so vor? Keine Ahnung. Ich meine, ich sehe auch nirgends über die Features. Wenn ich was vergessen habe, sorry dafür, aber ich kann es auch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich sehe gerade, okay, man kann noch ein Tagespad erbauten. Silberbatterie kann man erbauten, das ist cool. Und Amplis kann man erbauten. Ja. Wobei halt ein Casual wahrscheinlich auch nicht voten wird. Also,
einfach, oder selbst wenn es ein Eintagespatty irgendwie für Geld gibt oder eben optional für Geld gibt und so, ist es halt einfach so, dass die meisten Leute halt eben nicht erst bis zum Workshop schauen. Die datteln halt vor sich hin und es ist halt immer so. Da steht eine. Ist das eine Bär- oder Kalgas-Statue? Ich glaube Kalgas. Ja. Oh. Wollt ihr da die Mitte treffen? Eieieiei. Puh. Ich glaube, man wollte nicht mal die Mitte treffen, oder? Wäre aber schön, wenn man die Mitte getroffen hätte. Ich habe irgendwie auch eine random Eintagesparty XP Scroll bekommen, woher auch immer die kommt, ich weiß es nicht. Warum ich auch nur eine Party Scroll kriege und nicht mehr oder. Keine Ahnung, Party XP Scroll. Ja, ich kann dazu nicht mehr sagen. Schreibt mal eure Meinung. Ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Also für mich wird es auf alle Fälle mal kein Server zum Let's Playen oder Streamen. Ja, ich hätte mehr erwartet und ich glaube, die hätten sich jetzt auch mehr erwartet. Ich meine, die hatten damals einen Peak von 234 in Battlefield 4.2 und momentan sind 42 Spieler online, 48. Halb 12. Ja, okay. Danke fürs Zuschauen und ich muss sagen, bis zum nächsten Mal und bis dann.